Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt und zwar heute von der App Tap Titans, die gerade etwas leise ist. Das wird ausgemacht. Jetzt. Da hört man so ein bisschen was. Gut, also Tap Titans, wieder ein mobiles Spiel. Die Welt wurde von was bei Massive Beings known as Titan, von vielen Titanen zerstört, verwüstet. Mit seinem Powerschwert, der Hero, der Held, hat es sich selbst aufgemacht, die Ruhe und den Frieden wiederherzustellen. Swordmaster, wir können auf jeden Fall mal den Namen benutzen, scheißegal eigentlich. Delivery Drone Junior, also wir sollen jetzt wahrscheinlich antappen, denke ich mal, wa? Genau, wir sollen jetzt antappen und jedes Mal, wenn wir antappen, kriegt er einen Damage weniger, 8 Current DPS. So, nächste, zack, 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 wir müssen die Münzen auch aufsammeln. Zitterklicken, OP. Jetzt können wir natürlich wieder beide theoretisch vier Finger benutzen. Das ist so richtig unfair. Okay. Aber wir haben aktuell ein Tap Damage. Unten links steht es ja, unten rechts, nicht unten links. Wie viel Damage wir mit einem Tap machen. Und wir sollen anscheinend unten auf dieses Dings gehen. Okay, ein Upgrade-Menü sozusagen. Swordmaster Level 1 Damage plus für 5 Dings kriegen wir einen Damage dazu. Das heißt, wir machen jetzt 2 Tap Damage. Heavenly Strike, Deal Tap Damage mal 140. Unlock at Level 50. Shadow Clone, Create a Clone at 2 Attack 7 times per second und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall kriegen wir ja so ein bisschen jetzt Tap Damage mäßig. Oh, hier können wir es runter machen. Wow, das ist ja richtig, richtig heftig, Alter. What the fuck, die schmelzen ja gerade so. So, da oben rechts seht ihr, wie viele Helden wir aktuell besiegt haben. 9 von 10, 10 von 10, Bossfight. So, ein Current DPS. Oh, noch mehr gleich. Kommen die nächsten Dings gleich. Die nächste Stage, also die 2 von... weiß ich nicht, wie viele es insgesamt gibt. Jetzt tun wir schon mit den Finger wieder, what the fuck. Nadel, hi Nadel. Huch. Jetzt die halb aufgehangen. Nein, doch nicht. Ich war nur zu schnell, siehst du? Ich war einfach zu gut. Delivery, Drew und Junior schon wieder, so wie wir am Anfang hatten. Jetzt haben wir, wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Ich sehe es gar nicht. Ah doch, 11 Gold haben wir da oben. Ich glaube, wir gleich noch ein Dings upgraden. Ich weiß gar nicht, kann ich mittendrin machen, wa? Genau, Level Up. Zack. Und nochmal, oh, sogar noch ein Level Up, das ist krass. Heftig, Alter. Gleich mal doppelten Schaden eigentlich, den ich gerade hatte. Und die muss man halt in einer bestimmten Zeit besiegen, die Bosses. Ansonsten, ja, weiß nicht, was dann passiert. Wahrscheinlich haben wir da verloren. Und es ist halt eigentlich easy going. Es ist halt recht simpel. Ich weiß auch nicht, wer mir das vorgeschlagen hat. Auf jeden Fall sollte ich den vielleicht hauen. Für so ein simples Spiel. Aber wir können, ja, theoretisch können wir halt eine mit einer Hand halt spielen, ne? Wenn mal die andere Hand kaputt ist oder die andere Hand erschöpft ist. Das muss auf jeden Fall sehr lustig aussehen im Video. Wow, holy shit. Das ist so geil. Die App kommt einfach damit nicht klar. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall, was ist denn hier unten? Take Blade Assassin. Okay, für 50 können wir jemanden anheuern, sozusagen. Können wir gleich mal gucken. Wir kriegen eigentlich recht viele Münzen dazu. Was ist mal hier oben? Achievements. Get 10 Critical Hits. Rewards 15. Ich weiß natürlich, wofür die gebraucht werden, aber gucken wir einfach gleich mal. Reaper. So, theoretisch haben wir, nee, 50 haben wir noch nicht. DPS. Unlock at Level 600. Wow, okay. Ja, Prestige halt neu anfangen. Aber das will ich ja jetzt noch nicht. Ich bin noch nicht mal sehr weit, deswegen spielen wir einfach noch weiter, würde ich sagen. Gleich kommt wieder ein Boss-Gainer. Ja, 5 Dinger noch. Und jetzt theoretisch kann ich ein Dings anheuern, wa? Genau, jetzt soll ich nämlich anheuern. Takeda, die Blade Assassin. Und dann gibt's, da kann ich die theoretisch upgraden. Oder halt Contessa des Torch Wielder, kann ich dann heiern, also anheuern. Was haben wir hier? Beat Stage 80 to summon powerful artifacts. Achso, die greift schon an, okay. Use Perk, receive 12.250 Gold und so weiter. Also hier bestimmte Dinge kann man dann eintauschen. Free Diamonds und so weiter, wir bleiben erstmal hier. Wir machen gleich mal mit, zack, zack, zack. Wir leveln gleich auch mal auf weiter. Oder wir, weiß nicht, werden wir die neue beschwören. Holy shit, Alter. Bossfight. Current DPS, go, go, go. Und da unten seht ihr schon Hero DPS. Also Hero DPS stehen für die Angeheuerten. Und die Tap DPS steht dafür, dass wir, was wir selber machen an Damage. Zack, zack, zack. Alter, kriegen wir viele Münzen. Aber leider nur einen. Wäre natürlich geil, wenn die eingesammelt werden würden automatisch. Ja, meine Stoppuhr läuft. Ich hab gerade geguckt. Ah, meine Stoppuhr läuft. Wunderbar. So. Alter, tu mir die Finger weh. Holy shit. Wir können selber unser Tap Damage schon upgraden.
Zack, zack. Auf wie viel? 8? Holy shit. Das ist ja cool. Gegner werden übel auseinandergeruppt. Huch, jetzt hätte ich fast die App weggeschoben. Weil ich halt mit allen 8 Fingern spiele, also ne, 6 Finger spiele ich, glaube ich. Immer die mittelsten Finger. Und ja, schon wieder der Boss, da ist der Boss. 1000, Alter, 2000 HP. Jetzt siehst du, genau was meinte ich. Ja, 2000 HP, muss man aufpassen. Das muss ich schnell machen, weil der Typ gleich nur noch 20 Sekunden hat. Oder wir nur noch 20 Sekunden haben, um den Zöten zu killen. Purple D. Alter, tut mir die Finger weh. Holy shit. Rainforest unlocked. Ich will mir jetzt Münzen haben, die ich hier verloren habe. Ah, ich krieg sogar 3 Münzen. Das ist ja cool. Oder immer oder nur. Okay, nur von dem Boss gehen. Alles klar, verstehe. Warum sollte man noch was kriegen? Ich würde gerne mal die 175 Münzen haben. Oh, was haben wir da? Ein Paket. Oder eine Kiste. Wow, wow, wow. Alter, das gibt's doch nicht. Okay. Okay. Warte, erstmal ganz in Ruhe gechillt lassen. So. Ochi, also was haben wir hier oben ganz kurz mal die nächste Achievement fertig. Tap 1, Alter, ich habe 1000 Mal getappt gerade schon. Das nächste Mal sollen wir 100.000 Mal tappen. Sehe ich das richtig? 100.000 Mal, genau. 100.000 Mal. Kriegen wir hin, easy going, Leute, oder? Gleich kann ich meinen Magier beschwören. Ich bin ja gespannt, was der macht. Okay, der kann ich schon beschwören. Contested Torch Wilder, 16 DPS. Hornetta, Queen of the Veil Runes. Warum zum Teufel hatte ich gerade 0,33 Money? Ist ja sehr komisch. Auf jeden Fall ist das ein lustiges Spiel, muss ich sagen. Boss, Mini-Boss. Achso, Mini-Boss, okay. Achso, es gibt also immer Bosse und Mini-Bosse, verstehe. Und der Boss vorhin gerade, den wir hatten, der hat halt ein bisschen mehr, dem hat das natürlich auch ein bisschen mehr Gold gemacht. Der hat gerade 2 Gold gemacht, richtig? 2 Gold, Tatsache, ey. 2 Gold gibt es jetzt erstmal, nicht immer nur 1 Gold. Krass, Alter. Alter, wir tun mir die Finger weh, holy shit. Patsch, patsch. Ja, die machen auch gut Schaden, muss ich sagen. Das gefällt mir. Können wir theoretisch mal selbst uns upgraden. Swordmaster, Heavenly Strike at Level 50. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen upgraden, bevor wir da hin müssen. Ah, ich krieg doch jedes Mal mehr als nur einen Damage dazu. Kann doch mich nicht verarschen. Ich hatte davon nur 8 gehabt und jetzt habe ich immer mal 16. Könnt ihr mich nicht verarschen? Da, gib mir her, Elfchen. Clone Attacks 10 times. Oh, das ist cool. Zehnmal die Sekunde, das ist ja echt nice, Alter. Holy shit. Unsere Klone haben die ganze Zeit angegriffen. Jetzt, das war's schon wieder gewesen. Alter, heftig. Was die für ein Damage gemacht haben. Current DPS ist, man kann sich halt so weit hochpushen, wie man möchte. Halt, ich weiß gar nicht, wie teuer ist denn der nächste Anheurer hier. Hornetta, Queen of the Veil Runes 674. Ja, auf jeden Fall ein süchtig machendes Spiel, muss ich sagen. Wenn es natürlich nicht so wäre, dass man jedes Mal die App wegschieben würde, wenn ich hier mit 6 Fingern spiele. Gut, dafür ist es wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber trotzdem. Was haben wir ganz kurz bei Achievements? 100 Monster killen, 100.000 Gold, Reach Stage 15, also ganz, ganz easyes Zeug eigentlich, wenn man Level Up Heroes 200 Times. Achso, die Heroes hier war upgraden. Plus 16 DPS. Krasser Shit. Wow, holy shit. Bam, wir haben immer die HP-Schmelzen von dem Typen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von den Helden. Die werden sie stärker sind. Alter, wie die wegschmelzen, ist das geil. Braucht der andere definitiv auch noch was. Und das ist der nächste Boss. Ihr hört schon. So, Elfen. Gib mir mein Money. 169 Gold, sehr schön. Auf jeden Fall gerne nochmal dazu bekommen. 161 Gold. Ja, wir sollten ihn töten, ansonsten überlebt er es auch noch. Und ich will ja die Belohnung haben. Vielleicht wird er dann geskippt, wenn wir ihn nicht schaffen. Und er bringt da richtig, richtig viel Gold, deswegen nehmen wir auf jeden Fall mit. So, ihr macht das mal. 674 brauche ich dafür, also werden wir auf jeden Fall vielleicht mal die 674 sammeln. 8 Münzen kriegen wir jedes Mal dazu, ist krass. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Level, ein bisschen mehr Leben, nicht Level. Der Forest Master. Zwei Leute, wir wollen ganz kurz bei Dings gucken. Einstellungen. Notifications, Tutorial, Statistics. Critical Click Chance 0,01. DPS Multiplayer, Cumulative, Total Gold.
Playtime 10 Minuten, sehr schön, ich spiele schon 10 Minuten, Mann, ist das krass. Okay, bei dem muss ich mich ja nicht beeilen. Und seht ihr auch schon unseren Hero DPS 37? Und die machen also 37 Schaden pro Sekunde, da sie ja nicht jede Sekunde angreifen, machen sie da halt ein bisschen mehr Schaden, wenn sie denn da mal angreifen. Wie viel braucht die 600 noch was, ne? 674? Habe ich den jetzt ernsthaft geupgradet? Nee, oder? Doch, habe ich, okay. Ja gut, das war 58 Gold, das ist jetzt nicht so viel. Ist okay gewesen. Auch wenn es ein Miss war, aber das ist okay. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Kann ich noch ein bisschen die... Alter, die App hat richtig krass Probleme. Soll ich vielleicht nicht mit 6 Fingern spielen, oder? Nee, ich schieb sie mal weg, das ist das Problem. Nicht die App hat Probleme, sondern das ist das, was schon richtig gemacht werden soll vom Tablet. So ein bisschen die App im Hintergrund und dann... Oh, das nächste Boss. Alter, wollt mich verarschen? Er wollt mich wirklich verarschen, oder? Never ever krieg ich das hin, holy shit. Ah, mein Finger tut weh! Können die Klone angreifen? Oh, geil, Critical Hit Chance. Wow, wir schaffen's, Leute! Mir tun die Finger weh! Alter, ich krieg die Krise! Das kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Ja, aber ich will mir noch ein bisschen Critical Hit Chance 30%. Also von 0,01 auf, weiß ich nicht wie viel. Ein bisschen weniger. So, und natürlich kriegt man immer wieder einen dazu. Je mehr man erforscht, desto mehr kriegt man halt dazu. Und zack und zack und zack und zack. Also theoretisch braucht man irgendwann gar nichts mehr machen. Weil einfach die Helden alles machen. Alter Schwede, tun mir die Pfoten weh. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Spielt's mal selber, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie krass wir das tut. Okay. 100 Monster killen aber gekillt. 1000 Monster killen. Gibt's noch ein Reward? Ne, use Jump Attack 3 times. Haben wir einen Jump Attack? Ne, haben wir nicht. Ich sehe nur unseren ganz normalen Attack hier. Badadadam. Okay, ich würde sagen, bis zum Boss gehen noch. Machen wir die 10 noch fertig. Machen wir die 10 noch fertig, warum nicht? Boah, wir müssen uns ein bisschen Zeit lassen hier bei dem Gegner, Alter. Tut mir die Pfoten weh gerade. Ja, Hero Damage ist schon nicht übel. Wir sollten vielleicht unser Tap Damage mal erhöhen. Warte, jetzt plus 2 Damage, siehst du? Alter, können wir mal richtig fett erhöhen. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. 34, jetzt einmal fast das Doppelte. Und nochmal Dings, zack, nochmal 4 Damage dazu. Also mach ich entweder seine Helden-Damage oder halt sich selber. Und auf Level 50 kriegen wir dann ein Heavenly Strike. Deal Tap Damage mal 140. Ja. Und das ist der Boss-Gegner. Mit 17.000 HP. Ah, fuck. Also kriege ich das nicht hin. Obwohl, so... ihr seht darunter meine Zeitleiste. Die spitzere Leiste. Fick dich. Die spitzere Leiste. 412 Gold, das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Kann man ein bisschen unser Dings upgraden. Bisschen stärker werden. Zack, 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 go, 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 go. Boah, Leute, Alter, ich krieg die Krise. Enchanted Garden unlocked. Ey, das war echt heftig. Also das, jetzt komme ich echt nicht mehr weiter. Boah, tun mir die Hände weh. So, was haben wir hier bekommen? Get 5 Fairy Presents. Cool, also die ganzen Fanpräsente kriegen wir die ganze Zeit. Und ja, die klicke ich halt die ganze Zeit einfach mal unabsichtlich. Achso, das Gold damit sich selber auf, das ist natürlich auch interessant. Hand of Midas, 379 Millionen kostet es, glaube ich. Oder weiß ich gar nicht. Echt eine ganze Menge auf jeden Fall später. Und schon wieder was Neues. Das war hier. Nanu. Da, kill 10 Bosse, haben wir auch schon fertig. Man, 100 Bosse, Alter, kann man wirklich Ewigkeiten, glaube ich, spielen. Ja, ich würde sagen, Leute, wenn ihr Spaß daran habt, dann auf jeden Fall selber mal probieren. Das macht wirklich Laune, muss ich sagen, also nicht übel. Hier kann man auch... Was war da gerade gewesen? Und was war da gerade? Ich hab's... What? 100 Damage? Hätte ich das noch upgraden? Ja, ne? 109. Da stand gerade irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich mir auch nochmal angucken, was da stand. Irgendwie stand da gerade was neben dem Level ab. Wir müssen auf die Fails immer draufklicken, ne, Leute? Also nicht vergessen. Ah, 2,9k plus... Ah, habe ich nicht genug Gold. Konnte man sich anscheinend für ein bisschen weniger Geld oder so was Besseres kaufen? Weiß ich nicht. Aber da braucht man ja 2900 dafür und die hat man einfach nicht gehabt.
Bam, bam, bam. Tap, 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 tap. Auf jeden Fall kann man die Gegner easy going down kriegen jetzt. Mit dem Zeug. Also richtig krass. Von weiß ich nicht, 8 Damage oder so. Es macht Game auch zu viel Laune. Ich kann nicht aufhören. Schlimm. Diese Sucht. Alter, das geht mir richtig auf den Sack. Geht mir richtig auf den Sack. Aber 2000 Gold haben wir schon mit Deathmaster. Das gibt halt immer wieder mehr Gold pro Attack und so weiter. Also kann man echt eine ganze Menge machen. Die können wir die ganzen Dinger theoretisch noch upgraden. 57 TP, das ist 2850. Mila, der Hammer Stomper. Oder wir upgraden einfach unseren DPS für selbst. Achso, wir konnten gerade. Weiß ich nicht, gar nicht. Weiß ich, ich verstehe das gerade nicht so wirklich. Egal, ich drücke einfach drauf. Who cares? Vielleicht. Holen wir uns auch. Oh, okay, den Boss mal ganz schnell down kriegen. Den Lester Boy. Nächste Prinzessin gibt es mir. 1500 Gold. Ich warte, schon wieder irgendwas stand da, ich habe es nicht gesehen. Ach, Menno, ich sehe aber gar nichts, oder? So. Und mehr Tap Damage. Tap und. Ich verstehe das nicht so richtig. Vielleicht ist das ein Shortcut oder so, damit man sich den selber drücken muss, aber das ist eigentlich egal. Bei den 5000 Tabs, die man eh machen muss. Es wäre natürlich geil, wenn irgendjemand mal automatisches Gold einsammelt, aber ich glaube, die Sammlung war automatisches Gold ein. Genau, irgendwann kommt das Gold automatisch rein. Man kann es nur schneller jetzt bekommen, wenn man draufklickt. Und plus 22 Schaden halt beim nächsten Mal, ja, zack und wieder zack. Und die Gegner schmelzen einfach nur theoretisch dahin. Also man bräuchte gar nicht mal die diese ganzen Minis da unten. Wir können mal ganz kurz das wegmachen, um unseren DPS anzugucken. 350 Tap Damage, siehst du? 2400 DPS und das richtig fett gekrittet und so weiter. Vielleicht kriegen wir, weiß gar nicht, irgendwas stand da bestimmt gerade da. Was wichtig war, irgendwo war die Statistik, hier oben war die Statistik, glaube ich. Ne, das war nicht die Statistik. Game Center unavailable, okay. Hier war die Statistik. Eine Crit-Chance immer noch von 0,01%, okay. Leute, auf jeden Fall macht das Game richtig viel Spaß. Kannst du empfehlen, das so als zwischendurch, um euer Tablet zu penetrieren. Es ist richtig geil gemacht. Wieder, oh, unsere Klone attacken 310 Mal pro Sekunde. Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was ausnutzen damit. Nicht so, die Dinger tappen so schnell. Ich mach den Boss ganz kurz noch. Ganz kurz den Boss noch. Nachdem mir kommt der Boss. Oh, New. Okay, wir können sogar den nächsten holen. 208 DPS. Wir können uns aber auch selber verbessern. Zack, 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 zack. Ich muss hinmachen, weil die Zeit abgelaufen ist, während ich hier doofkoppig die Upgrades gemacht habe. Wir haben so viel Zeit, das ist Wahnsinn. Also Gladio hat zwar viel Leben, aber unser Damage, das hat selber. Also selber aktiv kann man halt die ganzen, den Tap-Damage erhöhen. Ach so, Unlock at Level 50. Kann es sein, dass wenn ich Swordmaster 50 bin? Unlock Skill, siehst du? Guck an. Ich brauche 2800. Ihr wisst, dass ich jetzt nicht aufhören kann, oder? Gott, verfluche dieses Spiel. Alter, ich kann nicht aufhören. Und den Unlock Skill gleich. Komm, Unlock Skill. Zack. Und jetzt können wir den Skill upgraden. Bam. Tschu. 120.000 Damage. 10 Minuten hat das Ding ganz cool down. Holy shit. Ist das heftig. Aber auf jeden Fall, das Game macht sehr, sehr viel Spaß. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es spielen wollt. 30% Critical Click Chance. Ich kann nicht aufhören, Leute. Das geht gar nicht. Holy shit. Was ist los mit mir? Was habe ich da noch nicht so ein Spiel gesuchtet? Ja, 2900 Gold. Die Klickchance, okay, sie ist weg, die Klickchance. Oh, ich muss sagen, das Game turnt mich angenehm an. Zack, und wieder das nächste. Arctic Iceberg unlocked. Alter, 375 Gold haben wir gerade bekommen pro Dings. Dance for 3000. Auf jeden Fall kann man die hier anheuern. Zack. Aber das ist halt, okay, wir haben 307 Hero DPS. Und wir machen halt 573. Und ich glaube, es ist halt besser, wirklich die eigenen Tap-Damage erstmal zu skillen. Level up plus 70. Ich kriege 3,85 Millionen Gold. Holy shit. Und da gibt es halt auch extrem viele. Ja, man kriegt halt recht schnell recht viel Gold, ne? Also jetzt sieht man schon, wir kriegen ja 300 pro Münze. Fast 300. Und das ist schon nicht gerade wenig. So, wir können jetzt theoretisch unseren Tap-Damage erhöhen für 40 jeweils. Haben wir jetzt ein 860er Tap Damage, das ist so krass. Das Game macht so viel Spaß. Was haben wir jetzt? Okay, 6850 Gold. Was könnte man dafür machen? Könnt theoretisch das Ding ableveln, nochmal 215 DPS. Und theoretisch müssen wir gar nichts mehr machen, weil die einfach mal so viel Damage macht. Wobei, ich weiß gar nicht, wo sie gerade ist.
Mila, der Hammer Stomper. Achso, der Hammer Stomper. Links der, ganz links. Zack, 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 zack. Ja. Okay, wir machen jetzt noch den Boss. Wirklich, wir machen jetzt nur noch den Boss und das war's dann gewesen, wir haben angespielt. Ich kann nicht aufhören. Schlimm. Wirklich schlimm. Also wirklich nur so ein Zwischending, würde ich sagen. Also es ist kein dauerhaft episches Game. Also es ist schon ganz nice, aber Alter, 1004 Crit. Nee, doch nicht 1004, aber nur. What the fuck, wie er geschmolzen ist. Sehr heftig. 71 Damage dazu. Ja, halt pro Tap. Wir tappen, oder ich tappe ziemlich oft. Deswegen ist das schon doch eine ganze Menge. Okay, wenn ihr... Ach, ich kann nicht aufhören. Okay, ich höre jetzt auf. Stage 15. Es gibt unglaublich viele Stage. 75. 150. Also wird sich wahrscheinlich immer verdoppeln, verdreifachen, wie auch immer. Und da würde man auf jeden Fall eine ganze Menge kriegen. Was haben wir denn an Perks? Können wir nichts machen. Gib mir die Kiste. Oh mein Gott. Muss ich jetzt auch noch ausnutzen. Für noch 10 Sekunden. 2000er Tap Damage. Oh yeah. Wahrscheinlich kann man das später alles auch selbst mit den ganzen Heroes machen. Also, dass die ganz alleine spielen. Dass man selber nicht mehr viel macht, weil man kann sie halt upgraden. Easy going. Immer wieder DPS dazu, noch mehr DPS. Also, macht 1000 Schaden pro Sekunde jetzt. Weil das auch nicht stimmt. 1000 Schaden pro Sekunde und sie macht 2000 doch. Nee, schon alles richtig. Wunderbar. Alles wunderbar. Ja. Wie gesagt, Leute, ich würde sagen, das war's gewesen. Angespielt zu... Tap Titans. Und ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei einem anderen Spiel. Auf jeden Fall, das Spiel macht echt krass. Ich kann nicht aufhören, wirklich. Das ist halt so krass. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.